Hey Leute, was geht? Heute gibt's mal wieder ein neues Infovideo zu den Banküberfällen bzw. zu einem von den 5 Banküberfällen, die uns nämlich mit dem kommenden Banküberfall-DLC erwarten werden. Die Informationen, die ich euch nenne, sind, denke ich, sogar nicht recht neu, denn sie sind nämlich eigentlich nur aus dem Trailer genommen, denn dort gab es nämlich eine Plantafel, wo man nämlich einige Informationen rund um den Banküberfall Prison Break noch erfahren konnte. Und da sehr, sehr viele Leute darauf nicht eingegangen sind, wollte ich einfach mal dazu ein Video machen, weil ich finde, dass dort sehr interessante Informationen auch drin sind. Fangen wir deshalb direkt mit dem Video an. Und zwar ist ja bekanntlich der Banküberfall Prison Break einer von den 5 Hauptbanküberfällen, die uns natürlich dann mit dem kommenden DLC erwarten werden. Und bei diesem Banküberfall geht es halt eben darum, dass man dann in das Gefängnis einbricht. Für die Leute, die nicht wissen, wo das Gefängnis platziert ist, das liegt ungefähr zentral auf der Karte, ein bisschen östlich gelegen. Dort in der Wüste ist nämlich dieses Gefängnis platziert, wo die meisten Leute gar nicht reinkommen können, weil sie dann automatisch ein paar Sterne bekommen. Und in diesem Gefängnis muss man dann eben eine Person befreien. Und jetzt zeige ich euch mal ein Bild von der Plantafel aus dem offiziellen Trailer von Rockstar Games zum Banküberfall DLC. Und das kann man nämlich schon fast den ganzen Plan zum Banküberfall Prison Break eben schon erkennen. Ich übersetze euch mal die englischen Sätze grob ins Deutsche, und zwar steht als erstes, dass man sich eben in den Gefängnisbus begeben soll, dann damit dann ins Gefängnis fahren soll und dort dann sich eben durchkämpfen soll zum Kontakt Rushkowski. Und das ist nämlich schon die größte Frage, denn die Person Rushkowski wurde nämlich noch nie zuvor in dem Spiel erwähnt. Auf jeden Fall muss man diese Person dann eben befreien, was auf jeden Fall in dem zweiten Punkt erwähnt wurde, dass man nämlich Rushkowski einsammeln soll, sich dann nämlich durch die News-Einheiten durchkämpfen soll. Im dritten Punkt treffen dann wieder alle Spieler zusammen und fahren dann gemeinsam im vierten Punkt erwähnt dann zurück in die Stadt. So ungefähr lautet dann eben der Plan von Prison Break, wie dieser Banküberfall dann eben ablaufen soll. Natürlich wird das nicht einfach nur dieser kleine Banküberfall sein, denn es wird dafür natürlich auch sehr, sehr viele Vorbereitungsmissionen geben. Das allerdings ist der Plan für die hauptsächliche Mission. Doch worauf echt noch nicht angesprochen wurde, ist nämlich auf den Kontakt Rushkowski, was ich gerade noch eben erwähnt habe. Und zwar ist es ja wie gesagt schon eben kein Charakter, der irgendwie in GTA Online oder beziehungsweise in der Story irgendwann vorgekommen ist, und deshalb stellen sich halt einige Leute die Frage, was es mit diesem Charakter eigentlich auf sich hat. Rockstar Games hat sich dazu nicht gemeldet, und ich bin auf jeden Fall gespannt, wenn dann die Banküberfälle rauskommen, was es mit diesem Charakter dann auf sich hat, ob es irgendwelche Vorteile bringt, wenn wir ihn dann eben aus dem Gefängnis geholt haben. Ich meine, es muss sicherlich eine sehr wichtige Person sein, weshalb wir diese Person dann eben aus dem Banküberfall Prison Break befreien sollen. Es gibt wirklich sehr, sehr viele verschiedene Theorien, was dieser Charakter eigentlich darstellen soll. Es könnte nämlich sein, dass man, wenn man diesen Charakter eben befreit hat, dadurch sozusagen diese Person eben aufs Handy gespeichert bekommt und dann anrufen kann. Ich weiß nicht, ob das Ganze stimmt, ist deshalb nur meine persönliche Vermutung. Es kann allerdings auch sein, dass diese Person wirklich gar keine bedeutende Rolle spielt, heißt also, dass dieser Person nur einen Namen gegeben wurde und nachdem man dann die Person eben aus dem Gefängnis befreit hat, wird man sie eben nie wiedersehen. Das Ganze hoffe ich natürlich nicht. Ich hoffe persönlich, dass dieser Charakter schon etwas mehr Bedeutung gewinnen wird und dass man dann eben diese Person als Kontakt freischalten kann und irgendwelche Vorteile sich sichern kann, nachdem man den Banküberfall eben geschafft hat. Auf jeden Fall, dass man dann eben meine persönlichen Vermutungen zu dem Charakter Rushkowski. Was haltet ihr eigentlich von dieser Person? Findet ihr persönlich, dass dieser Charakter irgendwie noch eine bedeutende Rolle in GTA Online spielen soll? Oder wisst ihr sogar vielleicht noch mehr über Rushkowski? Wenn ja, schreibt es einfach direkt in die Kommentare und eure persönlichen Vermutungen zu diesem Charakter. Das war es dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jede positive Bewertung sehr freuen. Und deshalb würde ich einfach mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich, wieder. Ciao.